Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Heute zeige ich euch eine Smartphone-Fahrradlenkerbefestigung, mit der ihr ja, euer Smartphone am Fahrradlenker befestigen könnt. Wie der Name schon sagt, hier habt ihr mal eben eine kurze Abbildung und ein paar Features. 360 Grad können wir das Ganze drehen an unserem Lenker. Das Ganze ist leicht zu bedienen und lässt sich ohne Werkzeug anbringen. Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Für 3,5 bis 5,5 Zoll Smartphone-Geräte. Also da sollten wir eigentlich ja, sämtliche Smartphone-Formate mit abdecken können. Die Verpackung von allen Seiten gleich, außer von der Rückseite. Hier haben wir noch einige Text-Features drauf. Zum Beispiel, ja, das Ganze passt für die meisten Fahrräder, kompatibel mit Smartphones und natürlich auch GPS-Geräten oder was auch immer wir da im Endeffekt einklemmen wollen. Für 15 bis 35 mm Durchmesser Lenkerstangen. Und hier sehen wir das nochmal, das Ganze für eine maximale Höhe 173 mm darf das Telefon maximal hoch sein und mindestens 115 mm. 360 Grad kann das Ganze gedreht werden. Auch hier unten kann man das noch drehen, wenn ich das richtig sehe. Das schauen wir uns gleich mal an, nachdem wir das angebracht haben. Hier unten haben wir ja einige praktische bebilderte Installationsanleitungen. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in der Praxis an. Hier vorne können wir das Ganze öffnen. Das tun wir und schauen rein, was da drin ist. Zwei Bestandteile maßgeblich. Auf der linken Seite haben wir hier erstmal die Lenkerhalterung. Das ist also, ja, kann man glaube ich schon unschwer erkennen, hier der Teil, wo die Lenkerstange reinkommt. Und hier wird dann die Smartphone-Halterung gleich aufgesetzt. Und die können wir dann hier, ja, 360 Grad, wie das gerade schon angedeutet war auf der Verpackung, können wir die hier verdrehen und anschließend hier festzurren. Und zur Lenkerstange zeige ich euch das gerade mal. Ja, das drehen wir einfach auf hier. Nach links könnt ihr schon sehen, dann geht das hier auf. Das drehen wir einfach so lange, bis das weit genug auf ist, sodass unsere Lenkerstange da durchgeht. Da war ja gerade der maximale Durchmesser auf der Verpackung angegeben. Anschließend wieder zudrehen. Ich lasse das mal auf, da ich das jetzt natürlich auch gleich montieren möchte. Und das Ganze sollte laut Hersteller bombenfest sitzen. So, hier ist jetzt die Smartphone-Schale. Die sollte natürlich hier drauf kommen. Und da müssen wir mal schauen. Ich nehme mal stark an, das setzen wir hier rein und schieben das dann runter. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier den Hebel, ganz genau, den müssen wir runterziehen. Ich zeige euch das nochmal eben. Die Halterung wird hier eben in die entsprechenden passenden Löcher eingesetzt. Dann drückt ihr den Hebel hier oben nach unten, nach hier und zieht das Ganze dann ran. Und das Ganze sitzt dann wirklich sicher hier und die beiden Teile sind miteinander verbunden. Das können wir jetzt 360 Grad drehen, wie uns das beliebt hier. Könnt ihr sehen, wenn das jetzt unten die Lenkstange wäre, dann hätte ich hier auf jeden Fall ja wirklich Freiraum, mein Telefon festzuschnallen bzw. richtig zu positionieren. Ich gebe euch noch mal eben ein paar Nahansichten. Das ist auf jeden Fall auch ganz schön verarbeitet. Hier haben wir so eine bisschen rutschfeste, gummierte Oberfläche. Genauso auch die Kanten. Die sind aus Gummi gefertigt, könnt ihr vielleicht sehen. Und hier drin haben wir auch noch mal so ein paar zusätzliche Rutschstopper-Ecken, damit das Handy auch darin nicht verrutschen kann. Hier unten haben wir noch ein zusätzliches Gummiband, könnt ihr sehen, bzw. so ein Textilband ist das. Und ja, hier unten haben wir den Hebel, mit dem wir die Schale verstellen können in der Größe. Den ziehen wir einfach hoch, ganz genau so, und können dann die Schale ausziehen auf bis zu 173 mm waren es, glaube ich. Und wenn wir unser Smartphone dann da reintun wollen, dann schieben wir das einfach hier unter das Gummiband runter, ganz genau so. Schieben das hier oben rein, dass es hier oben sicher drin sitzt, schieben das hier unten zu und stellen den Hebel wieder zu, ganz genau so, wichtig, damit das hier auch festgehalten wird und das Ganze sitzt. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, sehr vertrauenswürdig und sicher hier. Also da würde ich jetzt auf jeden Fall erstmal keine Angst haben um mein Telefon, gerade hier aufgrund des zusätzlichen Sicherungsgummis noch. Das macht auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Eindruck. Die Anbringung, die ist auf jeden Fall sehr simpel. Wir öffnen also hier ja, diese Halterung, schrauben die so weit auf, drehen das so weit nach links, bis sich das hier ja, weit genug öffnet, sodass wir unsere Lenkstange dazwischen kriegen, ganz genau so. Dann drehen wir das nach rechts wieder fest, stellen das hier einigermaßen gerade. Das können wir ja gleich noch aus unserer Fahr- bzw. Sitzposition noch genauer einstellen. Aber wenn ich das mal eben hier anziehe, hier unten, dann könnt ihr auf jeden Fall sehen, wenn ich da mal hier ja, gegenhaue, okay, dann bewegt sich ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Das sollte sich jetzt während der Fahrt auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Und wenn wir den richtigen Winkel für unsere Haupthalterung hier gefunden haben, zum Beispiel so jetzt aus der Fahrposition, hier sieht das gut aus, dann ziehen wir das fest, wie gesagt, und können dann jetzt hier mit der zweiten Schraube ja, hier oben das 360-Grad-Gelenk einsetzen. Das können wir auch hier nochmal verdrehen, wie ihr sehen könnt, damit wir das hier wirklich ja, sogar nach vorne drehen können, wenn wir das wollen, wenn wir unseren Vordermann mit dem Navigationssystem beglücken
gucken wollen vielleicht. Ansonsten wäre das vielleicht eher in diese Fahrerrichtung hier ratsam. Unter der Halterung ist ja dieser Hebel, den ich euch gerade eben schon zeigte. Den betätige ich gerade mal, damit ich die Halterung hier in der Höhe verstellen kann. Und dann kann ich auch endlich mein Telefon hier einsetzen. So, wenn das dann da reingerutscht ist, dann stelle ich die Halterung hier, zeige ich euch ja gerade schon wieder hoch. Stelle den Hebel, könnt ihr jetzt nicht sehen, unten wieder nach oben. Ganz wichtig auf jeden Fall, damit das hier nicht wieder rausrutscht. Und ich würde sagen, wir sind fahrbereit. Was vielleicht auffällt, wenn man mal von der Seite schaut, dass das Ganze ziemlich hoch steht. Was aber auch wiederum ein Vorteil ist, zum Beispiel für ja, diese gehörnten, geformten Lenker, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, wie diesen hier zum Beispiel. Da hat man dann wirklich den Vorteil, dass wenn man hier noch irgendwelche anderen Anbauteile dran hat, wie eine Klingel, ein Tachometer oder sonst was, dass sich hier aufgrund der Höhe der ganzen Halterung nichts irgendwie in den Weg kommt, auch wenn man hier den Winkel noch nachträglich irgendwie verstellt. So, das ist jetzt mal hier eine etwas holprige Abfahrt mit meinem Kollegen hier, wie ihr sehen könnt. Und da kann man schon sehen, ja, dass sich das Telefon leicht nach links gedreht hat hier. Ich versuche das mal hier alles zu handeln mit dem Camcorder und dabei das Ganze noch zu kommentieren. Okay, hier fahre ich nicht runter, das ist dann wirklich zu holprig. Ja, aber ihr könnt sehen, man kann das wirklich sehr, sehr fest stramm ziehen. Hier das einzige Problem, was man immer hat, dass man hier immer ein kleines bisschen Spiel hat an dieser ja, Gelenkkugel da unten. Das könnt ihr, glaube ich, hier ganz gut sehen. Und deshalb ist es bei harter Beanspruchung, wenn man ein bisschen über Stock und Stein fährt, dann kann das passieren, dass sich das hier ein bisschen nach links und rechts dreht. Der Winkel hier, der verstellt sich eigentlich nicht beim Fahren, da man das doch ziemlich fest zustellen kann hier unten mit der Schraube. Ja, mehr kann ich eigentlich schon nicht sagen zur Fahrradlenker-Smartphone-Halterung von One-by-One. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr praktische und spaßige Sache. Das macht auf jeden Fall Spaß, daran ein bisschen rumzuwischen. Fühlt man sich ein bisschen wie am Armaturenbrett in seinem Auto. Und wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen hat, mein kleines Review hier zu der Halterung, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen positiven Daumen auf dem Video freuen oder vielleicht sogar über ein Abo auf meinem Kanal, wenn ihr da mal reinschaut und euch das gefällt. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich bin jetzt raus. Danke euch für eure Zeit. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.